Als der Schnee unaufhörlich fiel, fand sich Whiskers allein. Mr. Thompson hatte sich auf eine Reise begeben und versprochen, bald zurückzukehren. Doch aus Tagen wurden Wochen, und Wochen dehnten sich zu Monaten aus. Whiskers, auf sich allein gestellt, spürte die beißende Kälte des Winters, die an seinen Knochen nagte. Ungedämpft von den harten Bedingungen weigerte sich Whiskers, die Hoffnung aufzugeben. Jeden Tag wartete er geduldig vor Mr. Thompsons Haus, seine kleinen Pfoten versinkend im Schnee. Der beißende Wind peitschte gegen sein Fell, aber er blieb standhaft, angetrieben von einer unerschütterlichen Treue. Das Überleben des brutalen Winters wurde für Whiskers zu einem Kampf. Nahrung wurde knapp, und die einst lebhafte Stadt wurde von Tag zu Tag stiller. Doch Whiskers kämpfte weiter, angetrieben von seiner Liebe zu Mr. Thompson. Mit zunehmender Länge der Tage und dem Schmelzen des Eises erfüllten Flüstern des Frühlings die Luft. Der Duft von Blüten trug einen Hauch von Hoffnung, und Whiskers Stimmung hob sich. Er wusste, dass die Rückkehr seines Herrschens unmittelbar bevorstand, und sein Herz schwoll vor Freude. Endlich kam der lang ersehnte Tag. Mr. Thompsons Schritte hallten die leere Straße entlang, näher kommend zu seinem Haus. Whiskers, mit Fell verfilzt und schmutzig von seinem Winterleiden, saß gespannt auf der Türschwelle, die Augen auf die sich nähernde Gestalt gerichtet. Aber als Mr. Thompson die Vordertreppe erreichte, geschah etwas Unerwartetes. Sein Blick fiel auf Whiskers, aber er heuchelte Unwissenheit, sein Gesicht verhärtet von Gleichgültigkeit. Whiskers Herz sank, eine Mischung aus Verwirrung und Verletztheit überkam ihn. Mit schwerem Herzen beobachtete Whiskers, wie Mr. Thompson sich abwandte und die Tür hinter sich schloss. Tränen stiegen Whiskers in die Augen, den Schmerz verratend, den er empfand. Er konnte nicht verstehen, warum sein geliebter Herr ihn nach allem, was sie durchgemacht hatten, ignorieren würde. Doch am nächsten Abend geschah etwas Unglaubliches. Eine Frau kam vom Supermarkt zurück, und vor ihren Augen erschien eine Katze, die auf dem nassen Gehweg lag und Tränen in den Augen hatte. Die Frau wollte einfach eine Katze haben, also nahm sie das kleine Glück sofort zu sich. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.